Wir sind heute alle überrascht und die Mehrheit wahrscheinlich auch aus den Socken gehauen, indem sie ihre gesamte Rede in Gedichtform vorgetragen haben. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Ja, grundsätzlich durfte ich kürzlich Begrüßung von einem Frauenclub machen. Und ich habe hier schon von Bern berichtet, was so läuft. Ich habe ein paar Strafen, die ich jetzt heute wieder gebracht habe, auch schon gebraucht. Und die Frauen haben gesagt, wieso, dass ich nie ein Votum im Rat so bringe. Und dann habe ich mir das überlegt, habe auch den Eindruck gehabt, es ist ein gewisses Risiko. Es könnte allenfalls total flach rauskommen. Und ich war auch ein bisschen nervös gewesen und jetzt sehr überrascht, wie positiv dass das aufgenommen worden ist. Aber dann war schon Teil der Überlegung, das als Mittel zum Zweck einzusetzen. Also nicht nur einfach, ja, das ist noch lustig und ich habe es gerade schon ungefähr getextet, sondern es soll auch etwas bewirken. Nein, auf jeden Fall. Und es war, wie gesagt, noch ein kleiner Teil gewesen. Ich musste dann sehr viel noch müssen anbauen, respektive ich habe probiert, die Vorlage in Versform überzubringen, um auch die ganze Situation ein bisschen zu entspannen, weil es ist eine sehr emotionale Frage. Ich weiß nicht, ob dann ein emotionales Gedicht hilfreich ist, aber ist ja auch immer Emotion dabei. Aber die eigentliche Frage haben Sie jetzt noch nicht beantwortet. Warum können Sie das so gut? Also es ist ja nicht wirklich, also es sind nicht irgendwie holprige Reime gewesen oder irgendetwas. Es ist ein perfektes Gedicht, wie es im Lehrbuch steht. Also ich glaube nicht, dass es perfekt war. Ich habe immer, also Sprache habe ich sehr gern und ich habe schon seit Jahren eigentlich so ein bisschen Produktionen auch für Geburtstagsfest gemacht, für Kinder, die es dann vorgeführt haben. Und ja, man kann es vielleicht mit mehr Humor dann überbringen, als wenn man einfach den Text in Prosa quasi hat. Also uns beruhigt das, dass man das mit jahrelangem Training auch würde anbringen, wenn man es gemacht hätte, wenn man es versucht hätte. was wir jetzt nicht machen. Sondern denken Sie dann, es hat wirklich einen Unterschied gemacht? Hat das können, eben, die verkorkste Situation ein bisschen aufbrechen, hat das können Leute überzeugen auch? Ich hoffe es. Ich habe einfach gemerkt, dass auch Leute, die eben gar nichts anfangen können mit dem Geschlechterrichtwert, geschmunzelt haben, mir quasi fast gratuliert haben. Ob es zum Überzeugen reicht, weiss ich nicht, aber ich wäre schon sehr glücklich, wenn es nur eine Enthaltung wäre.